Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und zu bleichen Platin mit dem neuen Spiel von Ratalaika Games, Death Becomes You. Eine weitere Visual Novel, das Ganze könnt ihr kaufen für 7,99 € im PSN Store und ist Cross-Buy PS4 und PS5. Bedeutet für diesen Einkauf, bekommt ihr wieder beide Versionen und aktuell 4x Platin möglich, wenn ihr euch das Ganze noch im US-Store kauft. Dauer der Platin hier roundabout etwa 10 Minuten. Und wie das Ganze funktioniert, werden wir jetzt hier gemeinsam machen. Ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß. Als allererstes machen wir hier bei Skip Text Options Anziehen Text und After Choices. Machen wir natürlich an, wie gehabt bei den Visual Novels, ja, wo es schnell gehen soll. Und Text Speed und hier Auto Read Wait Time machen wir alles komplett hoch. Und dann starten wir ein neues Spiel. Ihr müsst hier keine Antwortoptionen auswählen. Ihr müsst lediglich die richtigen Charaktere auswählen. Wir müssen auch sehr oft speichern. Hier, das könnt ihr so lassen. Da braucht ihr einfach dann auf R2 drücken. Skippen könnt ihr das Ganze wie immer mit R1. Auch wie gehabt bei den Visual Novels. So, da gibt es schon direkt die erste Trophy. So, wir haben hier immer zwei Charaktere. Wir haben hier einmal Apollin, wie auch immer sie heißt. Ich nenne sie einfach Apo. Und die Daniela, die Dani. Wir wählen hier als allererstes die Apo. Dann wählen wir hier die Sophie. So, nächste Trophy. So, nochmal eine Trophy. Wieder eine Trophy. So, wir machen hier unseren ersten Speicherstand. Wir speichern das Spiel hier den bitte in Slot Nummer 1. Wie gesagt, wir müssen oft speichern, insgesamt 6 Mal. Wir brauchen 6 verschiedene Plätze, deswegen auf jeden Fall hier Save in die Nummer 1 und wählen dann die Daniela, also die Dani. Wir machen erneut einen Speicherstand in Slot Nummer 2 bitte. Und wählen dann hier die Daniela. Also die Dani. Dann wählen wir die Apo. Dann wieder die Dani. Und zum Schluss wieder die Apo. So, da haben wir ein Ende. Dann laden wir Speicherstand Nummer 2 und wählen die Dani. Wir wählen wieder Dani. Nächstes Ende. Dann laden wir Speicherstand Nummer 2. Wählen Apo. Dani. Ich kürze den Namen jetzt einfach ab, gell? So, nächste Trophy. Cake. Nochmal die Dani. Und die Apo. So, da haben wir hier gleich das nächste Ende. Da ist es schon. Zack. Wir laden Speicherstand Nummer 1. Und wählen Dani. So, dann die Apo. Und erneut die Apo. So, nächstes Ende. Dann laden wir Speicherstand Nummer 1
und wählen die Sophie. Dann wählen wir die Alice. Wir speichern in Slot Nummer 3 und wählen die Alice. Wir laden Speicherstand Nummer 3 und wählen Sophie. Wir wählen Alice. Wir machen einen Speicherstand in Slot Nummer 4 und wählen dann die Sophie. So, nächstes Ende. Wir laden am Speicherstand Nummer 1 und wählen Sophie. Wieder die Sophie. Wir speichern in Slot Nummer 5 und wählen erneut die Sophie. So, wir laden Nummer 5, wählen Alice. Dann wählen wir Sophie. Wir speichern mal wieder in Slot Nummer 6 und wählen dann die Alice. So, True End. Nächste Trophy. Wieder eine Trophy, wieder ein Ende. Dann geht's weiter. Wir laden Speicherstand Nummer 4 und wählen hier die Sophie. Wir wählen erneut die Sophie. Sophie, Sophie. Und dann die Dani. Nächste Trophy. Wir laden Speicherstand Nummer 6. Wählen Alice. Wählen Sophie. Nächste Trophy. Wir laden. Ja, Leute, wir sind nur am Laden, Speichern, Laden, Speichern. Wir laden Speicherstand Nummer 2, bitte. Genau. Dann wählen wir Apo. Die Dani. Wieder die Dani. Also jetzt kommt eigentlich nur noch die Dani. Bis zum Ende. Ja. Also bis dieser Durchgang hier durch ist. Nur noch die Dani. So, da haben wir die nächste Trophy, nächstes Ende. Wir laden schon wieder
Das sollte auch dann dementsprechend der letzte Ladevorgang sein. Aber wir laden wieder Speicherstand Nummer 2, bitte. Wählen die Dani. Dann Apo. Dani. Apo. Und die letzten beiden, dann wieder die Dani. Dann ist auch dieser Durchlauf zu Ende. Oh, die Dani. Nochmal die Dani. So, da haben wir dann nächste Trophy. So, im Prinzip sind wir jetzt so weit durch, aber allerdings fehlt noch eine Trophäe. Wir gehen hier auf Bonus. Dann wählt ihr hier CG Scenes. Na, klickt da einmal drauf, skippt mit R1, dann bekommt ihr hier die letzte Trophy. 100%. Und dann hier die Platin. Und damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.